So. Ja. Weiter geht's. Lord Jabu Jabus Bauch. Servus, Freunde. Es wird mal wieder Zelda-Zeit. Jetzt allererstes mal einen Schluck trinken. Und oh, ich bin so froh. Ich komme endlich mal wieder zum Aufnehmen. Ja, in letzter Zeit. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Es ist vielleicht gerade nicht so wild mit dem Aufnehmen. Bei mir. Liegt aber auch daran, dass ich echt kaum Zeit habe momentan. Ist ein bisschen laut, das Menü bei mir. So. Das Schild will ich haben. Genau wegen dem. Okay, dann halt nicht. Hoppala. Na, ich komm... Ah! Jedes Mal, wenn ich längere Zeit kein Zelda mehr gezockt habe, komme ich mit der Steuerung durcheinander. Ist verrückt. So, das müssen wir bestimmt in der Hand explodieren. Habe ich mir schon gedacht, denn wenn's... Ah, ne, okay. Das Allergeilste hier sind ja die Kühe, ne? Was mag das sein? Ja, das ist eine Kuh wahrscheinlich. Spiel ich mal war das Salias Lied? Wo die Kuh dann abgeht. Hallo Slaxi, ich bin es, Salia. Hörst du mich? Ja. Sammelst du die heiligen Steine? Du musst noch einen finden. Oh, das wäre jetzt nicht drauf gekommen, nein. Okay. Aktivieren wir den Schalter für die Kiste? Okay. Ja, wie gesagt, der neue Lord Jabu Jabus Bauch ist ja auch, ja, neu für mich. Das war jetzt wieder super deutsch. Von daher, habe ich hier auch noch keine Ahnung, was abgeht. Okay, da vorne ist noch eine Blubber. Vielleicht, wenn ich die alle besiege, passiert dann was. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. So, meine liebe Kuh, muss ich dich da befreien, oder was? Oder abballern? Okay. Ikonus! Okay. Hätten wir das geschafft. Gut. Wow. Okay, da ist ein Wabbel. Nein! Das war so nicht geplant. Ah, Manta rochen auch. Ja, ja. Was zum Geier? Was ist mit dir denn passiert? Du bist ja voll... Das ist schon ein bisschen eklig, ne? So eine Mutantenkuh. Okay, langsam wird's echt erschreckend, was hier alles... Okay... Aber eine große Kiste. Hey, das geht ja ratzifatzi mit den Items hier. Kannst du in jedem Dungeon behaupten, dass du in den ersten beiden Räumen Karte und Kompass findest? Aber ich bin mal noch positiver Dinge. So, Schalter, bitteschön. Ah, ich komme auf jeden Fall schon mal weiter. Das ist doch mal was hier. War zwar keine Absicht von mir hier runter. Passiert irgendwas, wenn ich dir zu nahe komme? Nee, ne? Okay. Bravo, Kuh. So, da unten geht's noch nicht weiter. Das sieht man ja. Ja,
Jupp. Nee. Nein, jetzt fährst du weg. Kann ich dich nochmal abknallen, Kuh? Nee, ne? Einmal und das war's. Ja. Kommst du auch mal wieder? Jo. Und hoch. Und Schluck trinken. Hm. Ganz ausgedurstet heute. Ausgedurstet ist auch kein Wort, ausgetrocknet. What? Blump, blump, blump. Ihr gebt mir einen Elektroschock, ihr Schweine. Okay, das bringt auch nichts. Gut, dann lassen wir den Raum erstmal so, wie er ist und gehen weiter. Ich komme noch zurück, meine Freunde. Gibt's ja auch wieder eine Kuh. Nee, aber... ja. Ach stimmt, die gab's ja hier auch noch. Prinzessin Ruto. Oder wie ich sie genannt habe im letzten Part, Naruto. Ah, wer bist du? Ich bin Naruto, Prinzessin der Zoras. Was? Mein Dad hat dich geschickt, um mich zu retten? Ich würde niemals jemanden um so etwas bitten. Flaschenpost? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Mein Daddy hat Angst um mich? Ist mir total egal. Burp. Außerdem kann ich jetzt sowieso nicht heim und du verschwinde, kapiert? Oh nein! Wer hätte das gedacht? Sie ist darunter gefallen. Okay, Freunde. Das sieht echt ein Blinder mit dem Krückstock. Na, gehst du nicht kaputt? Ich werf bloß zu spät, fällt mir gerade auf. Das war zu früh. Oh, Leute. Sag mal. Oh, das war einer erst. Oh. Okay, geht doch. Dankeschön. Aber das hier sieht aus wie eine Tür. Ah nee, warte mal, da... Ah. Da brauchen wir doch die Dekustäbe. Für dich, ne? Ja. Hast du dir so gedacht. Mein Freund. Boom. Hadouken! So, hier geht's runter. Da ist ein Grashalm. Ja, da ist ein großer Schwingelinge-Ding-Dong. Der wird niemals was. Ich glaube, für die Schwingelinge-Ding-Dong-Dongs brauche ich den Bumerang. An der Stavi gehen die nicht kaputt. Fürs Herz. Okay, dann gehen wir erstmal der Prinzessin hinterher, würde ich sagen. Servus. Bist du immer noch hier? Du bist ja schlimmer als eine Klette. Ich bin okay, schon seit ich eine kleine Zora-Prinzessin war, laufe ich hin und wieder in Lord Yabu-Yabus Bauch herum. Aber... Lord Yabu-Yabu ist heute ziemlich seltsam. Hier sind auf einmal elektrisch geladene Quallen und seltsame Löcher. Obendrein habe ich meinen wertvollsten Stein,
Aber das geht dich gar nichts an. Egal. Du verschwinde, kapiert? Nein, habe ich nicht kapiert. Und ich nerv dich jetzt so lang, bis du Sitz machst. Du machst dir echt solche Sorgen um mich? Dann wird dir eine besondere Ehre zuteil. Du darfst mich tragen, faules Stück. Und übrigens, ich bleibe bei dir. Bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Ja, das habe ich befürchtet. Kein Witz, ich mein's ernst. Frauen, wie sie halt so sind, ne? So, Männers. Ja. Muss ich dich jetzt da auf das blaue Ding werfen? Nee, muss ich nicht. Gut. Ich hab's gleich mal wieder verkackt. Ich glaube, für das blaue Dings brauche ich Doppelgewicht. Ach so. Ich verstehe. Warte, warte, warte. Ja. Und... Ah ja, okay. Ich muss dich hier liegen lassen, Ruto. Aber das ist ja nicht schlimm. Nö. So, ich hoffe mal, dass ich bis jetzt eigentlich alles richtig mache hier in dem Dungeon. Ich gehe mal aber schon davon aus. So. Wow. Echsenman. Die größte Helden deiner Welt. Na? Komm, Digga. Und tschüss, mein Freund. Ach, danke für die Bomben. Oh, da ist ein Saugoblobdo. Die mag ich ja gar nicht, die Viecher. Gemüllt mit Dekonüssen. Was soll denn das? Ja, ich vermute mal stark, dass hier dann die Kiste spawnt. Ja. Ich komme wohl nicht drum rum. Ich muss erstmal kämpfen. Oh shit, bin ich reingelaufen, ich Trottel. Ja, mein Schild. Machen wir das halt so. So, mein Freund, du hältst dich wohl auch für ganz schlau, ne? Du bist auch weg. Komm, Digga. Und Schild. Yo! Da muss ich hin. Das sieht doch gut aus. Fetzt. Komm, gib mir einen Bumerang, Baby. Yes! Leute, wir haben einen Bumerang. Geil. Geil, geil, geil. Jetzt habe ich ja eigentlich alles. So, dann machen wir zuallererst mal den hier. Und den. Ja, genau, den hier.